Und in dem Moment, in dem ich in-game anfange, pissig zu dir zu werden, ist doch der, den du nur merken wirst, dass irgendwas nicht stimmt. Nein, ich habe gedacht, du bist der gleiche Idiot wie sonst auch immer. Deswegen habe ich einfach wortwörtlich genommen. Ich dich auch. Eine, wir haben schon einen dabei, der steckt sich den KGI-A-Ring offen in die Hand. Wenn du nichts gesagt hättest, wäre er damit rumgelaufen. Wäre er nicht. Der hätte sich dem bestimmt, aber da habe ich vollstes Vertrauen, spätestens auf der Sichel wieder abgesteckt. Ja genau, unser Weißmagier mit Prinzipien treu, das macht er auch. Ich hätte nur aus einem anderen Grund wieder eingesteckt, also abgenommen, aber... Weil du eigentlich ja für das Hochreisreich intrigierst. Ja, richtig. Verräter. Doppelagent. Was keiner weiß. Genau. Ja, weil es bis jetzt auch nie wirklich zum Tragen kam. Ich dich. Wenn du ein Paktierer wirst, dann bist du ein Doppel-Doppel-Doppel-Agent. Also irgendwie bist du ein richtig schlechter Agent, aber mir. Für den Adlerohren. Du machst irgendwie nichts, was dem Horasreich wirklich nützlich ist. Außer da das Typische, was eigentlich, ja, was, also worum sich das Mittelreich kümmert. Da denkst du dir, ja, kann ich mal mitmachen. Naja, es hat sich gerade in die KGA eingeschlichen, ja, das ist jetzt gar nicht ja, so. Ja, das schlimm. Stimmt natürlich, das hat aber nicht durch sein eigenes Hervortun geschafft. Das ja, fängst es mit mir, ja, könnte genau, man sagen. Genau. Jetzt musst du dich nur in der KGA hocharbeiten. Musst du uns alle verschwinden lassen und dann machst du da Yolgumak alleine und dann kriegst du direkt den Titel als Hauptmann. Was ich jetzt allerdings nicht verstanden habe, ist, die Alte heißt Koschbasalt und wie finden wir die? Müssen wir ja selber finden. Wir rennen durch die Stadt und rufen überall Koschbasalt, Koschbasalt. Ich bin dafür, wir ignorieren die Alte, weil die Alte maximal ein Verräter sein kann. Wir wissen gar nicht, was sie uns einen Vorteil bringt, also will ich dann sagen, gar keinen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde euch allen nicht verraten, dass ich in den Schwarzen Landen unterwegs war, nachdem der Tint wie zur Sprache kam, vertraue niemandem, der in den Schwarzen Landen alleine unterwegs war. Hey, aber das habe ich jetzt auch schon. Also ja, wir haben einen Namen, der heißt, hey, mein Deckname ist Koschbasalt. Ich wohne in einer Dämonenstadt, die sich ständig ändert. Das geht. Wie sollen wir ja die denn finden? Gar nicht. Also ich weiß auch nicht wie. Ich vermute mal, sie wird eher uns finden. Ja, die werden. Entweder finden wir durch Zufall, weil wir eine Korrespondenz finden oder so ein Scheiß, oder wir werden sie nicht finden oder sie wird uns ansprechen. Ja, wahrscheinlich wird sie eher uns ansprechen, das denke ich auch. Deswegen nur den Namen. Weil immer sie einfach stechen mit den Worten, du kannst gar kein KGR spüren lernen, ich habe gar keinen Ring. Nee. Ich habe den Ring nur nicht genommen, weil da ein Fex-Symbol drauf war und ich mir gedacht habe, nein. Eisenzwerg. Erzzwerg, nicht Eisenzwerg. Ja, Entschuldigung. Bei dem Punkt her ganz hart geschenkt. Ja, ne, ich würde mal sagen, zwei Leute hatten keinen Bock auf KGA-Agententum. Ich fand das ja gut, dass Prozess wieder angeboten hat, aber eben, ich sehe da nicht ein, dass ich mir diesen Ring einstecke für Erkennungsmerkmale in Schwarzen Landen. Mann, doch, die Taschen leer. Ist das Diebesgut? Ja. Ist das ein KGA-Ring? Hm, okay, dann komm. Ja, du musst dir ja auch einen Po verstecken, naja, oder? Ja, wenn du, also selbst wenn du den Po versteckst, die Typen kommen vorbei und machen nochmal eine Anal-Visitation, was du da alles drin hast. Und neben den Pflasterstein, die sie in meinem Anus finden werden, werden sie auch den KGA-Ring finden. Eine macht das bei jedem Einwanderer, der in die Stadt kommt, irgendwie so eine Po-Durchsuchung oder was? Nur bei dir, weil wir einen kleinen Tipp geben, dass in deinem Po Schätze sind. Ich glaube, der Job ist ziemlich unbeliebt an einer Stadtwache. Nö. Hallo, wirst gut bezahlt. Mit blutbefleckten Gold. Mhm. Also wenn irgendwer anders den steckt, dass du dir Gold in den Arsch schiebst, dann hast, kannst du dich da auf ganz viele Sachen freuen. Das ragt dann gleich dabei, oder was? Klar. Ich bin dann der Erste, der da rumstochert. Kann ich direkt Anatomie steigern. Mit Spezialisierung Po-Durchsuchung. Wobei, also ehrlich gesagt, okay, ich kann das Ingame nicht ansprechen, aber würde mal irgendwer von euch Ingame ansprechen, dass Abel mir bitte nicht in der Weißmagier-Robe durch die schwarzen Hände rennt. Bitte. Ja, keine Sorge. Ich glaube, so schlau bin ich auch inzwischen. Wir haben angefangen mit dem Sturmangriff und dann ist die Sache gegessen. Nein, ja, wir sagen dann einfach, guckt hier, wir bringen euch ein Weißmagier als Donaria. Wir sind durch die Menschen. Wir bringen euch ein Opfer, lasst uns rein. Und guckt genau, nicht so genau in unsere Taschen. Hier, bringt ihn zu Balfema von Punin. Wir müssten einfach nur Abel mir davon überzeugen, dass wir ihn wirklich verraten haben, weil dann schreit der rum und krakelt wie ein Wahnsinniger, weil er kann ja nicht lügen. Wir müssen also nur doch, kann er stecken. Kann er inzwischen, hat abgebaut. Du verstehst, das Problem ist, du unterschätzt den Zeitpunkt, dann nehmen wir uns einfach auf sich selbst, während wir drum rumstehen, in irgendein Sphero reinjagt, einfach weil er pissig ist. Auf sich selbst? Ja, also sowieso verraten. Wir prügeln den einfach mit den Kurzschwertern permanent auf niedriger LE, dann hat er schöne Erschwernisse. Ja, jeden Morgen erstmal hingehen, aber mir einmal anstechen. So. Aber dir ist schon klar, wenn du ohne Robe rumläufst, hast du permanente 10er Erschwernisse? 8. Ich dachte, er hätte die abgebaut. 8er Erschwernis. 8. Ja, aber ich dachte, er hätte den Aspekt von wegen, er muss immer die Robe tragen, abgebaut. Ich dachte, den Wahrheitssinn hätte er abgebaut. Er hat doch gar keinen Aspekt von wegen, muss immer Robe tragen. Er ist Weißmagier. Er hatte Wahrheitsliebe, er hatte 12 Götterglauben und er hatte, was war dein drittes?
Ah, Sekunde. Wieso 12 Götter glauben eigentlich prinzipien treu? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber er muss sich doch trotzdem an den Codex Albiricus halten. Die Gildenrichtlinien sagen, er muss aber nicht seine Prinzipien treu ist. Außer, dass Recht, er... Rechtschaffenheit und Schutz des Guten. Könnte man interpretieren, infiltrieren der schwarzen Lande. Also, außer, dass er vom Gericht gestellt wird, wenn er zurückkommt, passiert ihm 0, gar nichts. Wenn aber guck mal, was ist denn Rechtschaffen? Rechtschaffen ist... Rechtschaffenheit und Schutz des Guten. Rechtschaffen heißt, dass du irgendwie fürs Gute eintrittst, heißt es nicht. Also für mich ist es beides in einem. Dass du rechtschaffen bist, rechtschaffen ist doch so quasi der strahlende weiße Held, der hingeht und alles und jeden kaputt haut, der andere Meinung als er ist, weil er der rechtschaffende gute Held ist. Rechtschaffen ist vor allem jemand, der Recht schafft, also sprich jemand, der die Gesetze aufrechterhält. Richtig. Also ja, da hast du ein Problem. Ein Polizist zum Beispiel, ein Richter sind beide rechtschaffend, wenn man sie jetzt hier nicht korrumpiert auslegen will. Mhm. Dann unbedingte Wahrheitsliebe. Das hast du jetzt abgebaut, ne? Ja, wahrscheinlich so wie Jadan. Du musst das mal bei dir festlegen, was mit wie vielen Punkten belegt ist von deinen 10 Punkten bei Startwerk und dann kannst du das immer sozusagen im Forum nachhalten, was auf welchen Punkt du wert ist, weil dann weißt du genau, ob du nach 2 bis 3 Punkten das weg hast oder ob du nach 1 Punkt das weg hast, wie auch immer. Aber ich finde, das mit dem 12 Götter glauben, das ist doch was bedeutet denn Aufrichtigkeit? Also was bedeutet das? Aufrichtigkeit ist Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit. Ja, was ist denn unbedingte Wahrheitsliebe und dann Aufrichtigkeit? Ja, Aufrichtigkeit betrachte ich mir so. Er verkleidet sich auch zum Beispiel nicht. Er ist dann einfach, wie gesagt, der Weißmagier. Er ist eben aufrecht. Er steht zu seinem Stand, er steht zu seinem Glauben, genau. Also zu seinem 12 Götterglauben. Er steht dazu, das Gesetz zu achten. Er steht dazu, dass Dämonenanbeter jetzt hier sozusagen ausgetrieben oder verbrannt gehören. Das sind alles so Dinge, so wenn du ihn fragst, dann kommt das aus der Pistole rausgeschossen. Das wird lustig in den schwarzen Landen. Ich kann mir schon vorstellen, wie über daneben steht. Sag dreimal schnell, Preis ist unser. Und also das ist Preis ist unser. Aber ich verstehe sowieso nicht hier, wenn du hier mit dem Schwur auf den Adlerorden hier vorrangig, dann hast du doch eigentlich gar keine Prinzipientreue, weil dann lügst du ja immer, wenn du irgendwie dir so denkst, okay, muss ich jetzt lügen. Die Prinzipientreue, der Schwur geht ja vor. Ja, aber dieser. Ja, technisch gesehen hat ihn noch niemand gefragt, bist du ein horasischer Doppelagent? Ja, nein, aber guck doch mal, wenn er jetzt in die schwarzen Lande geht und hier sich so denkt, okay, ich bin der einzige Agent des Adlerordens und ich darf nicht sterben, weil sonst ist der Adlerorden geschädigt, also lüge ich jetzt die ganze Zeit, weil der Schwur geht ja vor. Nee. Man muss ja nicht unbedingt lügen, wenn man nicht redet oder nicht sagt, dann kann man auch nicht lügen. Genau. Ist zwar etwas spitz, finde ich, aber... Nee, du kannst ja schweigen. Schweigen kannst du immer, das finde ich, das ist ja auch beim Preisgeweihten auch so, ich gesagt. Nur eben das Problem ist einfach, wenn jemand eine direkte Frage stellt und du schweigst, dann kann er sich an 5 Fingern nach dem dritten Mal Fragen ausrechnen, was du wohl meinst. Das muss man halt verhindern. Nee, du kannst aber auch halt Antworten geben, die nicht unbedingt das sagen, was der andere hören will. Muss dann halt darauf hoffen, dass er nicht hart genug nachhakt. Wenn er nachhakt, hat Johnny wieder recht und du bist am Arsch. Oder so übertreiben, dass es schon wieder wie eine Lüge wirkt. Ach ja, ich bin der oberste Gewalter des Reichs. Ach ja, ich bin übrigens ein horasischer Doppelagent. Hahaha, kann ich jetzt endlich rein, verdammte. Oder mit einer Gegenfrage kontern. Auf jeden Fall richtig lustig da in den schwarzen Land mit dir, glaube ich. Ich stelle mir das schon so vor. Wir stehen ja so bei der Stadtwache. Ja, was ist denn euer Aufenthalt hier in der Stadt? Ja, was ist denn dein Aufenthaltsgrund hier in der Stadt, hä? Nee, muss ich ja kontern irgendwie. Was fällt dir ein, mich zu fragen, Scherge? Du sagst also, wir sind hier wegen des Turniers. Fertig. Genau, also wenn wir in Gruppe reisen, mag das ja alles ganz einfach sein, dass er vielleicht auch gar nicht direkt persönlich gefragt wird, sondern dass er der Gruppe nur antworten muss, der auch lügen kann. Nur wenn er sich mal alleine bewegt und dann aus Versehen gefragt wird, dann passieren vielleicht die unschönen Dinge. Also ich glaube, herzlichen Glückwunsch, du hast dich gerade freiwillig als AWMs Babysitter gemeldet. Danke. Nein, also das Erste, was ich tue, ist mit Schleichen den abhängen und dann lasse ich ihn einfach da unten rumstehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich glaube tatsächlich, dass Abelmir derjenige ist, der die Operation auffliegen lässt. Ich sag nur, wir laufen durch Conchom und wir leben auf einer Dämonenarche. Ja, moin. Der Mann hat noch mindestens 2 Wochen Zeit, um dort daher noch mindestens 150 bis 200 AP, um seinem Prinzip in Treue zu sinken. Ich denke auch gerade, genau, das ist, was ich auch denke, dass er noch 1 oder 2 Wochen wahrscheinlich Zeit hat, bis er da sozusagen an die Härteprüfung rangeführt wird. Und wenn er bis dahin so ein paar Punkte noch reinsteckt, dann kann er vielleicht die wichtigen Dinge runtersetzen und hat dann noch den unbedingten 12 Götter glauben und so, wo man sich denkt, ja okay, da will der sowieso nicht von abweichen, alles super. Was ist das denn? Ich verstehe die Prinzipien noch, ey. Unbedingt der 12 Götter glauben nicht. Ach, das ist wieder so ein Wischi-Waschi-WDH, wir geben dir 3 Begriffe und du musst damit selber klarkommen, Ding. Genau, deswegen habe ich immer meine 3 Begriffe mit 3-3-4 belegt und da muss er sich dann auch überlegen, wie er die belegt. Also deswegen habe ich einfach selber eine geschrieben damals. Aber du hast die auch, glaube ich, mit Punkten belegt, oder nicht? Nee. Also zumindest nicht offiziell. Achso. Ich meine, wenn du drauf guckst, kannst du dir aber direkt denken, welche mehr Punkte wert sind und welche weniger. Na gut, mir ist es egal, wenn Vorsicht alles durchwinkt und ihr könnt machen, was ihr wollt mit euren Nachteilen, macht das. Ich mach das ja auch. Ich überlege, ob ich noch mehr Nachteile abbaue, bevor wir da hingehen.
Du hast doch schon richtig dick abgeworben mit deinem Zwerg. Ich glaube, du hast die meisten Erfahrungspunkte in Nachteile reingesteckt von allen Charakteren, die ich hier je gesehen habe, die hier vorgestellt wurden. Ja, aber der war halt auch einfach unspielbar vorher. Also ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Dingensens abgebaut. Alter. Noch keinen einzigen Nachteil. Schoko hat so richtig dick abgebaut. Also da muss ich ja meinen Hut vorziehen. So dick hab selbst ich noch nie abgebaut. Ja, der Punkt war aber halt auch einfach, ich hatte halt auch einfach Nachteile, die waren ja so behindert. Ja. Permanente Sexuerschwernisse in menschlichen Siedlungen. Ja, dankeschön. Verfolgungswahn, vergiss das nicht. Ah, oder hier, wie hieß das andere nochmal? Einbildung in den schwarzen Landen. Ja, super. Meine Verfolgungswahn ist doch voll geil. Ah, nee. Da ist da hinten, das ist ein Drache. Jagt ihn. Das ist doch ein Dracorium auf klein. Genau, die Sache ist mal, jagt ihn, dann rennt er mit seinem NPC los und der Rest denkt sich nur, nein. Ja, richtig. Aber ich fände es trotzdem lustig. Ja, aber deswegen hat er es abgebaut, weil er es nicht so lustig fand. Ja, stimmt, ich glaube, wenn ich der Spieler wäre, der das machen müsste, fände ich das auch nicht so geil.